Ich kenne die Strecke hier gar nicht. Ich bin das Rennen noch nie gefahren. Einfach mal so hier nach hinten lehnen. Da wird man, glaube ich, ein bisschen schneller. Also zumindest ohne Wellen, da funktioniert es um einiges besser. Plus halt die Steuerung ist dann immer so nicht so geil, sag ich mal so. Ich hoffe mal, dass das Liedchen nicht irgendwie wieder was mit Copyright-Scheiße zu tun hat. Weil ich hatte schon Lieder, wo ich mal gedacht habe, Alter, das hat doch nichts mit Copyright zu tun. Solche Lieder habe ich schon nie gehört, aber... Geht nicht. What the fuck? Alter, diese Sporten. Ich habe mich gerade darauf konzentriert und dann verkacke ich natürlich grandios. Oh ne, bitte nicht. Oh, jetzt fahren wir hier durch, oder was? Ja, geil. Weißt du was, verkacke ich ja immer gerne. Okay, er ist jetzt offline gegangen. Ach, Hanni ist jetzt beigetreten, alles klar. Ist ja gar nicht knapp oder so. Alter. Die haben sich bestimmt schon irgendwo aufgefahren oder so. Ah. Alter, das macht ja ganz viel Spaß hier. Ne, das machen wir nicht normal hier. Also ich will dann ein anderes Rennen fahren, bitte. Oh ne. Jetzt kommt der eine ganz nah ran an mich. Aber ich werde trotzdem Erster, oder? Ich werde trotzdem Erster, Biatch. Ich weiß nicht, ob die sicher das irgendwie so ausgemacht haben, wer da gerade gewinnt, aber ist mir eigentlich auch gerade scheißegal, ne? Das war ja mal so ein Scheißrennen. Übrigens, diese Jobpunkte. Ja, 4000, siehst du? Geht doch. Diese Jobpunkte habe ich mittlerweile rausgefunden. Ich habe ja früher gedacht, dass die hier irgendwie mehr Geld oder so bringen. Aber das ist einzig und allein dafür da, dass man hier. Sag schon. Dass man halt so eine Rangliste, so eine kleine hat, ne? Also wenn man halt dann im freien Modus wieder ist, da sieht man dann immer, wer halt wie viel Jobpunkte hat und da kann man halt dann den dicksten Schwanz beweisen oder so, ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt mal? Okay, machen wir das hier. Ich habe mir erst überlegt, das hier, weil das hat eine Bewertung von 85, aber naja, da halt nicht so. Das hat eigentlich auch ganz gut RP jetzt gebracht. Ich glaube, irgendwas über 1000 jetzt, ne? 1100 oder so. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Ja, da werde ich demnächst auch mal hier mir ein neues Auto vielleicht kaufen. Ich bin noch am überlegen. Weil ich habe geguckt, dieser Audi R8, also dieser, ich weiß gar nicht, wie der Ingame heißt. Auf jeden Fall der Audi R8, der bringt auch ganz gutes Geld, finde ich. Ist meine Meinung. Ach scheiße, nein, weg. Machen wir das einfach mal. Der Audi R8, der kostet, glaube ich, bloß so 103.000 oder so, oder 115.000. Als Cabrio-Version. Und den habe ich mir überlegt, kaufe ich mir, weil der ist schon sehr schnell. Und der hat eigentlich auch gutes Handling und so eine Scherze. Also mit dem kann man eigentlich meiner Meinung nach nicht so viel falsch machen. Vor allem kostet der ja nicht mal so viel, ne? Von daher läuft das. Tageszeit, Nacht. Na ja, alles klar. Zwei Runden. Toll. Was machen wir hier nicht weiter? Das sind da jetzt 5 Leute und das passt doch eigentlich, oder? Na, hier werden jetzt noch mehr Spielverderber. Oh, Danny ist Spielverderber, warum das? Ja, bestimmt, weil der immer so viele Leute tötet. Der hat eine KD von 4,48 oder so. Also 4,5 irgendwie. Oder 4,3, sowas in der Art. Was nehmen wir da jetzt für einen? Ich bin da immer so unschlüssig, was ich hier für Autos nehme, ne? Ich glaube, wir nehmen den jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wetten sollten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Honey das Ding machen kann. Wetten mal. Na ne, wir wetten mal lieber nichts. Ich platziere sie lieber mal nicht. Weil, wenn er dann verliert, warum auch immer, weil er halt wieder gegen einen Baum fährt, dann ist es halt immer so scheiße, weil man dann 300 Dollar einfach mal verloren hat. Ich bin noch im Überlegen, platziere ich die oder nicht? Ich bin bereit. Er braucht einfach mal wieder 3 Jahre. Und er auch. War er nicht vorhin schon einer, der hier so lange gebraucht hat? Ich glaube schon.
Zwei Rennen hatte verloren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Rennen, die ich gemacht habe, die ist noch gespeichert. Also wie viel ich verloren und gewonnen habe. Das habe ich beim letzten Mal gesehen, wo ich ein paar Rennen gemacht habe. Da stand es da. 53 gewonnen, 197 verloren. Haha, nein. Aber ich habe irgendwas über 100 verloren schon. Ah, ich werde mit euch, dass wir gleich wieder sowieso weggerammt werden. Siehst du, Honey ist einfach mal viel schneller durch seinen Rang. Können wir mal im Windschatten vielleicht fahren? Ne, kann man nicht. Er ist schon wieder zu weit weg. Siehst du, hätte ich die Wette doch mal platziert. Sorry, da bremst die Sau erstmal. Na, das ist ja hier wieder Motorsport Comprido. Grandios. Ich will den mal nicht hier von der Strecke schubsen oder so ähnliches. Ah, komm. Ja, da überholen mich doch einfach. Ich glaube, das reicht auch, wenn wir jetzt weiter werden. Ah, das war ja ganz knapp oder so. Weil wenn wir Zweiter werden, müssen wir trotzdem noch einiges an Geld bekommen. Wenn wir Erster werden, müssen wir aber auch gut Geld bekommen. Also bestimmt so 5.000, 6.000. Weil halt Honey ist ein doppelt so hoher Rang wie wir. Und das heißt, wir bekommen da mehr Geld. Ah, scheiße. Honey hat aber auch verbockt hier. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil jetzt hätte ich mir einen guten Vorsprung rausholen können. Aber durch meine Inkompetenz, meine geballte Inkompetenz, jetzt auch schon wieder hier präsent. Aber ist natürlich... Ja, grandios. Der ist wieder grandios, ne? Wäre ich einfach mal blockiert. Aber was willst du da machen? Jeder will natürlich hier gewinnen. Aber der Zweite müsste uns eigentlich schon fast geschenkt werden, oder? Bei den Fahrskills, die anderen hier auspacken. Freundschaftsanfrage, what the fuck, warum? Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ein hier fährt aber gerade irgendwie ein bisschen langsamer oder vorsichtiger. Warum auch immer. Oder es liegt natürlich daran, dass hier Aufholen eingeschaltet wurde. Weil dann ist immer der, der weit hinten ist, hat immer so einen kleinen Boost. Also ist immer halt schneller als der, der vorne ist. Das könnte natürlich sein, dass das gerade aktiviert ist, aber... Naja, ist egal. Ich will jetzt lieber hier... Ach scheiße, jetzt habe ich gedacht, ich muss ja nach links fahren. Hab deswegen abgebremst. Ach so, es gibt noch eine zweite Runde. Es ist noch alles drin, aber... wenn Honey halt keinen Unfall mehr baut, dann ist er eigentlich so gut wie Erster. Ich darf halt nur nicht so vorsichtig fahren, weil... No risk, no fun, sagst du. Das ist halt wirklich so, wa? So, komm, Gas geben hier. Wir brauchen ungefähr so 2,5 Minuten für eine Runde. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. Aber falls nicht, wäre das auch nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Na komm, gib Gas, Honey! Weil wäre ich jetzt vorbeigefahren, hätte er mich bestimmt wieder abgedrängt oder so. Das macht er gerne mal. Ja... Ich mag immer nicht so hier auf den Straßen überholen. Weil entweder schubst ich halt Honey weg und der regt schon wieder auf und hasst mich erstmal für den Rest des Spiels. Oder ich fahre halt volle Kanne gegen so eine KI und bin halt dann so gut wie außen rein. Aber es sieht bisher ganz gut aus. Honey hat, glaube ich, einen Unfall gebaut. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Okay, wir fahren aber... Auch nicht gerade so pralle. Alter, da kommt er wieder mir entgegen. Die Wurst. Ich glaube, Honey hat sich irgendwo gedreht. Ich glaube, der ist erstmal out of Rennen hier. Wobei, sag niemals nie, ne? Weil wenn der kann uns einfach mal wieder überholen. Und dann sind wir halt ganz schnell wieder Zweiter oder Dritter, wenn direkt der andere im Windschatten fährt. Das hatte ich sowieso. Dieser Windschatten, der ist im Spiel einfach so OP. Weil, wenn einfach mal so ein knappes Rennen gerade herrscht, ich war da schon mal Erster und hinter mir fahren natürlich drei andere, die fahren in meinem Windschatten und überholen mich einfach mal eiskalt und ich wäre am Ende Vierter. Einfach nur, weil die
in meinem Windschatten fahren. Das ist einfach so unnormal, aber das ist halt auch bei diesen USA-Rennen. USA? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, in Amerika die Rennen, da gibt es ja diese großen Runden, die immer nur im Kreis fahren. Und die fahren halt auch wirklich nur im Windschatten. Die haben alle die gleichen Autos, also die gleichen PS und so weiter und so fort. Und fahren halt nur im Windschatten. Und der am intelligentesten fährt, der gewinnt halt. Was man hier nun nicht so sagen kann, ne? Weil hier hat ganz klar der Unintelligenteste gewonnen. Aber trotzdem, 5800 bekommen, läuft doch. So will ich das hier sehen. Ich weiß nicht, noch ein Rennen, weil ich will es nun nicht den ganzen Part hier oder die ganzen Videos nur Rennen fahren. Von daher werden wir, denke ich mal, jetzt in den freien Modus wechseln. Ja, nie beendet haben die zwei das. Sind sie wahrscheinlich zu dumm gefahren. Aber gut, ich denke mal so. Ein Rennen noch? Ein Rennen? Nee, wir machen jetzt mal einen freien Modus, weil da Hani jetzt auch dabei ist, können wir, denke ich mal, jetzt noch so eine Mission oder so mal machen. Ich hoffe bloß, mit Hani geht es auch in den freien Modus, weil das wäre sonst ein bisschen doof. So, freier Modus. Mal kurz gucken, aber wer ist das denn hier? Ich kenne den nicht. Ah, kann ich mir denn nochmal denn sein Profil angucken? Nein! Oh, meine geballte Inkompetenz hier. Das ist Deutsch, okay, das heißt, es ist bestimmt ein Abonnent oder so. Ja, komm, füg hinzu. Ich hoffe mal, Hani ist hier. Ja, okay. Ich denke mal, Hani hat jetzt auch seine Stimme für den freien Modus gegeben. Was wäre das gewesen? Das wäre ein Deathmatch. Nee, lass mal. Nee, das wäre eine Mission gewesen. Eine Mission, aber das ist wieder so eine Teammission. Und Teammission hasse ich. Wir können ja jetzt mal Hani fragen. Lol, wie viel RP haben wir jetzt bekommen? Haben wir ja fast schon wieder ein Viertel von unserem Level geschafft. Ja, geil. Ja, Hani, mit dem können wir jetzt mal so eine Mission machen. Mir wurde auch gesagt, dass ich irgendwie das so verkabeln kann, dass ich mit irgendjemandem hier noch währenddessen, wenn wir hier spielen, skypen kann. Aber ich weiß halt nicht. Wenn das dann wieder nicht synchron ist und so eine Scherze, ne? Das ist auch wieder scheiße. Deswegen lasse ich das erstmal. Und später, wenn halt dann die PC-Version rauskommt, dann werden wir sowieso mehr als genug mit ein paar anderen noch spielen. Ich denke mal, das sehen wir dann auf jeden Fall mit dabei sein. Hani, Rudi, schon da rausgeworfen. Ja, hammergeil. Warum eigentlich? Bin ich jetzt wieder im Singleplayer oder was? Ich glaube schon. Ja. Sieht ganz stark nach Singleplayer aus. Hm. Ja, komm. Da gucken wir einfach mal. Online spielen. Wobei können wir vielleicht nicht direkt Tani einfach hinterher joinen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Er spielt gerade offline, Hani. Nachricht senden. Einfach mal fragen, ob er uns einlädt. Falls nicht, dann halt nicht, dann joinen wir halt einfach. Wobei, MTA Zocker, ne? Er hat ja gesagt, dass ich bei dem auch immer so rumlecke, aber er fliegt halt immer aus dem Spiel. Ich weiß nicht, warum, ob das an GTA liegt oder an was auch immer, aber auf jeden Fall, er fliegt immer aus dem Spiel. Er ist jetzt auch wieder online hier. Oh, Danny. Warum hat mir eigentlich hier die Spieler angezeigt und nicht hier, was sie gerade online machen? Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal so in den Online-Modus. Ja, scheiße, jetzt lädt er irgendwas. Ne, lass mal. Wir gehen jetzt einfach mal so in den Online-Modus und laden einfach mal die Leute ein. Und die kommen wollen, die kommen. Und die halt keinen Bock haben, die kommen halt nicht. So einfach ist die Kiste.